Hallo und willkommen bei Elli kocht. Ja, Elli kocht immer noch und es geht immer noch weiter, aber gerade jetzt hier in der Corona-Zeit hat man wenig Lust und wenig ja, Appetit. Appetit hat man schon, aber naja, es kommt immer drauf an. So, ich habe eine Bitte bekommen, dass ich mal ein Gericht mache mit wenig Zutaten, was relativ schnell geht. Ja, schnell geht es, aber es kommt darauf an, wie viele Personen eben am Tisch sitzen und wie viel man davon essen möchte. Ich rede jetzt von Kartoffelpuffer. So, meine Tochter sagt immer, bäh. Also sie mag es nicht. Lieber mag sie eben Eierkuchen mit Nutella drauf und dann ist das okay. Nein, ich mache jetzt Kartoffelpuffer. Dazu braucht man eben Kartoffeln. Habt ihr noch eine hier gehabt? Hier, Kartoffeln. Eine habe ich noch zum Reiben da. Ansonsten habe ich schon mal was vorbereitet. Man braucht Salz, Pfeffer, Zwiebel, Ei. Und wer möchte, kann noch Muskatnuss mit reinreiben. So, wenn die Kartoffeln geschält sind, werden sie geraspelt. Eine habe ich noch übrig gelassen. Und zwar hier. Eine rohe Kartoffel wird gerieben. Ich hab extra, ja, nun wundert euch nicht, dass es so klein ist. Ich habe auch eine große Reibe, aber dann ist bloß dieses Hoppala. Dann ist die Reibe, das hat sich gelöst hier irgendwie. Ist ja komisch. Naja, ihr könnt ja trotzdem sehen. Nächste Zwiebel. Ich habe auch eine große Reibe, aber dann ist zu grob, das ist hier etwas kleiner und fein und feiner. Das schmeckt mir persönlich besser, wenn es feiner ist, nicht ganz so grob. So, ihr wundert euch bestimmt, dass ich das in ein Sieb hier mache. Aber das erkläre ich euch auch gleich. Und man muss ein bisschen schneller arbeiten, denn die Kartoffel neigt dazu, schnell zu oxidieren und dann wird sie auch braun. Genauso ist es mit der Zwiebel. Die schmeckt dann wiederum bitter, wenn es zu lange eben geröstet ist und rumliegt. Man kann es natürlich auch zudecken und in den Kühlschrank packen. So. Den Rest bleibt bei mir immer übrig, weil meine Finger sollen nicht mehr drin. Nach möglichst kein Blut. Keine Fingernägel, nichts dergleichen. So, man sagt ja immer, zu einem Kilo geriebene Kartoffeln soll man zwei Eier reinhauen. Ich mache für mein bisschen mache ich eben nur ein Ei. So, das ist kein Kilo. Warum habe ich das im Sieb drin? Im Sieb habe ich das drin, weil man da Kartoffeln ausdrücken soll. Ich hoffe, es klappt jetzt hier auch. Viel kommt hier nicht raus. Naja. Naja, ein bisschen. Ich habe ja auch ein bisschen. So, das lasse ich einen Moment stehen. Ich muss ja noch die Zwiebel drin mixen. So, auch die Zwiebel wird geraspelt. Andersrum. Die Zwiebel wird geraspelt. Schmeckt besser. So. Und ich esse ja da am liebsten, ich muss auch mein Herd anmachen, ich esse ja nun natürlich am liebsten Apfelmus, aber andere machen eben sich da Marmelade drauf, wenn es fertig ist oder auch Zucker. Allerdings habe ich auch schon mal jemanden kennengelernt, der hat gesagt, nee, boah, so süße die Lumpe, ich mache lieber Salz drauf. Ich sage, was, Salz? Was ist das denn? Dann sagt er, wieso, auf Pommes machst du ja auch oh, Salz drauf. Ja, ich habe es einmal mit einem Stückchen probiert, aber ist nicht mein Ding. Ist halt nicht mein Ding. So, ich denke, das reicht auch für das bisschen, was ich hier drin habe. So, so, so. Da haben wir wieder dieses So. Na bitte, geht doch. So, was jetzt hier ist, kann ich euch sagen. Wenn man das nämlich ausdrückt, ist der Rest vom Kartoffelwasser. Meine sind hier nicht ganz so wässrig.
Und da setzt sich dann auch die Stärke ab. Ihr könnt sehen, hier unten drunter ist die Stärke. Das Wasser oben drauf kippt man ganz vorsichtig ab. Und dann hat man die Stärke hier drin. Und dann kann man natürlich auch wieder umwechselnd hierzu. Ja, in den meisten Fällen mache ich auch noch ein kleines bisschen Mehl mit dran. Ja, ich werde es mal tun. Wartet mal kurz. Ich hole mal schnell das Mehl raus. Mehl. So. Denn bei meiner Menge ist ja kein Kilo. Ich mache nur ein Ei. Ein Ei kommt hier mit rein. Dann Pfeffer. Pfeffer. Ein bisschen Würz hier schmeckt. Salz. Reicht. So, und jetzt mache ich natürlich ein kleines bisschen Mehl mit dran, sodass es vielleicht ein bisschen bedeckt ist. So, das reicht schon. Mehl wieder zu. Weggestellt. Und dann wird das Ganze nur noch gemixt. Dann sollte man Öl in eine Pfanne machen, damit man das dann auch brutzeln kann. So, siehst du wohl, da haben wir schon den versuchten Schwiegersohn. Ja, es gab auch viele, viele Kommentare. Man hat mich angeschrieben, man hat Vorschläge gemacht, was ich machen könnte. Man hat mir auch Rezepte geschickt. Anfragen und Rezepte sind gekommen und dafür bedanke ich mich. Und einmal musste ich eine Bitte loslassen, und zwar an Heike. Die hatte mir mal etwas geschickt, und zwar Rumkugeln. Ach, waren die lecker. Na klar, da habe ich sofort hingeschrieben und habe gesagt, gebt mir sofort das Rezept, bitte. Hat sie gemacht. Ja. Und so ist ein Lied gekommen. So, und das war es auch schon. Es ist alles vermengt, alles verrührt. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das irgendwie auch klappt. Na, anscheinend nicht. Will einfach nicht stehen. Komm mit. Naja, müsst ihr das so sehen. So machen. Das hat jetzt so ein provisorisches festgeklemmt. So. Und wenn der Rand goldbraun ist, ist das Ganze fertig. Dann muss es umgedreht werden. Von der einen Seite ist es fertig. Sorry. Es wird auf mittlere Stufe gebrutzelt. Hoppala. Es wird auf mittlerer Stufe gebrutzelt. Und dann werden die umgedreht. Wie gesagt, wenn der Rand goldbraun ist. Und dann entweder Zucker, Konfitüre, Marmelade oder wie ich eben Apfelmus. Hallo. So, ja, ich muss natürlich jetzt hier ein bisschen warten. Das Fett ist zwar heiß, ich habe hier Öl drin. Wenn wir mal sehen. Könnte ja eigentlich schon mal das nächste hier ein bisschen, einen kleineren vielleicht drin machen. Ein bisschen
blöde Aufteilung ihr habt jetzt hier. Naja, ihr werdet wahrscheinlich eine größere Pfanne benutzen, weil ihr wahrscheinlich auch mehr Personen seid. Ich bin hier alleine, ich koche nur für mich alleine. Manchmal ist es auch zu viel, dann esse ich noch am nächsten Tag davon. Und naja, es fängt aber langsam an, hier goldbraun zu werden. Wollen wir mal schauen. Vielleicht einen anderen. Den hier, das ist vielleicht hier so ein Wender. Kein Blender, ein Wender. Melanie, lach nicht. So, sieht doch schon mal gut aus, wa? Also, das ist doch richtig gut. So, siehst du? Und nun muss er natürlich von der anderen Seite genauso braun werden. Und ich brauche eigentlich ein Tellerchen. Ich vergesse immer rum, warte mal, dann muss ich wegrennen. Sorry. So. Also dieses So geht bei mir auch nicht raus. Sorry, warum? Keine Ahnung. Naja, was soll's. Damit müsst ihr leben. Und wir müssen natürlich jetzt mit Corona auch leben. Das ist noch mehr Scheiße. Und ich hoffe, ihr habt Hilfe. Ich hoffe, noch mehr hoffe ich, dass ihr gesund seid. Dass ihr vielleicht so gesund seid, dass ihr vielleicht mal das eine oder andere von mir nachkocht und mir ein Feedback gibt. So, mal gucken. Nee. Das ist noch nicht. Und man macht es ja immer so bei den Kartoffelpuffern, in der Mitte etwas dicker und am Rand etwas dünner, weil außenrum ist dann knusprig und innen ist es dann ein bisschen saftig und njam, njam, njam. Ja, ich persönlich esse lieber Kartoffelpuffer wie eben Eierkuchen oder Pfannkuchen, wie andere dann wiederum sagen. Ja, aber es ist Geschmackssache, der eine liebt den Vater, der andere die Mutter. Ist noch nicht so weit und der ist gleich so weit. Den anderen können wir hier schon umdrehen. Ein kleines bisschen höher. Man kocht es auf mittlere Stärke, auf mittlere Hitze, damit es nicht zu stark und schnell anbrennt, sonst ist es außenrum kross und braun und eventuell schon schwarz und inwendig drin ist es noch roh, so wie rohe Kartoffel. Schmeckt nicht. Ja, das ist schon was Feines. Mit Apfelmus ist das ein lecker, lecker, lecker Essen. Geht schnell, ja gut, man muss ein bisschen raspeln und wenn natürlich mehrere Personen sind, die da jetzt, weiß ich, wie viele Stücken da drei Teller voll essen wollen, dann haben sie natürlich auch Pech gehabt. Oder ihr habt Pech. Aber so sieht das in etwa aus. Guckt mal. Sieht das nicht schick aus? So. Und das ist die andere Seite. Ha! Ja, so wird es natürlich nicht passieren. Hier genauso. Und wenn ihr sie rausnehmt, könnt ihr natürlich die auch erstmal, weil es ja hier fett ist, ich habe ja hier Öl benutzt. Ja, auch ich benutze manchmal Öl. Legt sie einfach auf eine Küchenrolle. Ja, Haushaltsrolle ist im Moment auch knapp, genauso wie das Klopapier. Aber vielleicht habt ihr noch welche, damit das Fett so ein bisschen abtrocknet und damit es dann auch dementsprechend besser schmeckt. So, so sehen sie aus, so gehen sie raus. Ja. So, jetzt wünsche ich, wie immer, es bleibt dabei, euch gutes Gelingen und guten Appetit!